Jo Leute, was geht ab? Meine und Davies Freunde, im heutigen Video ist es richtig, richtig geiles für euch. Ich habe nämlich die ganzen XP-Glitches bzw. XP-Tricks, die ich in dieser Season für euch hochgeladen habe, in ein Video zusammengepackt. Ihr könnt euch das ganze Video jetzt einfach reinziehen, Freunde. Ich denke, der ein oder andere wird dabei sein. Das Coole an dem Video ist, sollte der eine nicht klappen, klappt vielleicht der andere. Ihr wisst ja, ich lade täglich mehrere hoch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Es würde mich mega freuen und unterstützen an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mal rein. Yo Leute, was geht ab? Meine Mutter Wies Freunde, im heutigen Video habe ich für euch einen neuen komplett krassen Trick am Start, wo ihr mit einem Klick über 10.000 XP machen könnt. Der Mapcode Freunde ist einmal dieser hier, gebt den genauso ein wie ich Freunde, das ist sehr sehr wichtig. Achtet darauf, dass euer Matchup privat ist. Eckhand 70 plus, achtet aufs XP-Zeichen, alles passt und dann drücken wir auf Spielen und dann geht das Ganze auch schon los. Wir müssen einen Schritt machen, um die Eier zu aktivieren, dass wir einen XP-Boost auf den Eiern bekommen. Dann sonst bekommen wir irgendwie nur 30, 40 XP, den zeige ich euch natürlich auch. Und dann geht's auch direkt los. Achtet bitte darauf, dass euer Match auch privat gestellt ist, Freunde. Das ist sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Das wollte ich einmal erwähnen. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon direkt reinstarten. So. Wir warten jetzt einen Moment, Freunde. Bis die Map geladen hat. Das kann immer einen kleinen Moment dauern. So, die Map hat geladen, Freunde. Welcome Eckhand. Dann drückt ihr hier auf Start. So, jetzt könnt ihr anfangen, gleich alles zu machen, Freunde. Als allererstes aktivieren wir das Ganze. Dafür geht ihr hier vor diesem goldenen Schild zu diesem goldenen Teil hier und macht irgendein random Emote davor. Dann geht ihr hier rein, Freunde. Gebt einfach mal OGSKIN sowie OG-Skin zusammengeschrieben ein. Das Ganze macht ihr zweimal, Freunde. Und wenn ihr das Ganze richtig gemacht habt, dann könnt ihr, wie gesagt, zwei Explosionen erwarten. Ihr könnt auch jeden anderen Code eingeben. Zumindest kriegt ihr zwei Explosionen. Das ist ganz egal. Dann könnt ihr anfangen. Und zwar seht ihr hier euren ersten Spieler, da drückt ihr drauf und drückt Hold to Play. Und dann sagt ihr hier Interact with Eggs, also sammelt die Eier ein, um XP zu bekommen. Und wir haben gerade 20.000 XP bis zur nächsten Stufe, Freunde. Jetzt habe ich das erste Ei eingesammelt und erhalte direkt 80 XP und einmal oben drauf 10.000 XP auf einen Schlag. Das Ganze kann ich jetzt nochmal mit dem Chocolate Egg machen. Beim Chocolate Egg erhalte ich wieder 600 XP. Und ja, wie gesagt, ihr müsst einfach mal ein bisschen rumgucken, Freunde. Das erste hat mir jetzt mal 10.000 gegeben. Wie gesagt, immer mal gucken. Es gibt hier verschiedene Sachen, verschiedene Items, die verschieden viel XP geben. Und wie gesagt, es gibt hier auch voll viele Eier versteckt halt. Da müsst ihr einfach mal selber ein bisschen gucken. Ich habe hier bisher schon ein paar gefunden. Ich zeige euch mal, wie gesagt, eine kleine Route. Wie gesagt, einfach mal hin und wieder schauen. Beziehungsweise, ja, kann ich euch nochmal gleich ein paar weitere zeigen, die ich finde. So, jetzt könnt ihr noch mit dieser Frau hier reden, Freunde. How do you see your collections? Und dann werden auch noch weitere kommen. Show me. So, jetzt könnt ihr hier rüber gehen. Dann müsst ihr ein kleines Wasserchen suchen. Das zeige ich euch auch nochmal. Und die Challenge Center, Freunde, ist es, 15 Eier zu finden. Wenn ihr wirklich es schaffen solltet, 15 Eier zu finden, Freunde, dann könnt ihr einfach hier in diesen geheimen Raum gehen. Es gibt noch viel mehr XP. Ich würde euch sagen, ich zeige euch jetzt nochmal einen Eierspot, wie gerade gesagt, Freunde. Und dann könnt ihr selber mal suchen. Ich gehe auch nachher vielleicht auch nochmal auf die Suche, Freunde. Und mache mich hier nochmal ein paar Level voll. Macht auf jeden Fall Spaß, die Map. Ihr könnt die ja auch beliebig oft wiederholen. Solltet euch einfach nur merken, wo die Eierspots sind. So, hier am Baum hängt noch eins, Freunde. Das Honey-Egg. Das können wir auch nochmal einsammeln. Das gibt uns jetzt auch nochmal 500, 600 XP. Wir sind fast schon wieder beim nächsten Level. Da oben ist auch noch ein Ei, Freunde. Und hier in der Ecke ist auch noch ein Ei. Dann hätten wir schon mal 5. Ihr könnt, wie gesagt, weiterhin auf die Suche gehen. Ich habe auch schon viele weitere gefunden. Aber den Rest überlasse ich euch, Freunde. Wie gesagt, um hier hochzukommen, braucht es wieder anscheinend ein paar spezielle Tricks. Beziehungsweise hier dieses kleine Jump'n'Run. Hier gibt es noch ein kleines Häuschen. Also die Map ist unglaublich cool, Freunde. Hier können wir den Apfel abgeben. Dann können wir jetzt hier reingehen, Freunde. Jetzt haben wir eine kurze Zeit. Hier wird wahrscheinlich irgendwo ein Ei rumfliegen, Freunde. Also wirklich wahnsinnig gut gemacht, die Map. Ah, oh, lass mich raus. Jetzt, okay. Jetzt habe ich hier noch den Apfel. Zack, den habe ich jetzt auch noch. Da gibt es auch noch mal ein paar. Und wie gesagt, checkt alles ab. Viel Spaß mit der Map, Freunde. Checkt die Videos ab, die hier eingeblendet sind. Alle funktionieren wie Bugs. Zwei Seiten kostenlos, Emotes und, Freunde. Lasst ein Abo da. Nehmt an der Verlosung teil. In diesem Video haue ich auch wieder ein Battle Pass in den Kommentaren raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, euer Wies. Ciao. Yo Leute, was geht ab? Meine Mutter Wies, Freunde. Heute mal wieder ein cooles Update zu einer Map, die wir alle kennen, Freunde. Das hier ist der Mapcode. Viele von euch haben sich gefragt, hä, warum geht das nicht mehr? Doch, er geht wieder. Er ist zurück und besser als je zuvor. Achtet darauf, dass euer Match auf privat ist, Freunde. Und dann geht's auch direkt los. Leute, vergiss nicht, dass ich auf meinen anderen Account sehr, sehr viele V-Bucks aufgeladen habe. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Über 50.000 Stück.
Falls du einen kostenlosen Battle Pass haben möchtest, kannst du gerne freiwillig diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, ein Like auf dem Video da lassen und deinen Epic Games Namen kommentieren, denn ich werde in dieser Season, wie gesagt, einige davon raushauen unter meinen aktiven Abonnentenfreunde. So, wie gesagt, mach auf eigene Gefahr. Diese Videos sind wie immer dafür da, dass Epic Games diese XP-Glitches sieht, und wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Spiel starten, damit es auch hier an dieser Stelle mal direkt losgeht, Freunde, und wir gehen in der Mitte zur Map. Also in der Mitte von der Map müssen wir jetzt gleich hingehen. Dafür öffnet ihr euch die Karte und geht in die Mitte von der Map. Wir haben zwei Schritte nur zu machen und daher ist dieser Schritt wieder da. Er ist wieder zurück, Freunde. Die Map ist wieder am Start. Man kann hier noch nicht diesen Turbolauf machen und so. Das ist hier alles noch ziemlich OG. Aber sie haben es wieder hinbekommen, Freunde, dass alles wieder super funktioniert. Wenn ihr hier in der Mitte seid, seid ihr vor dieser goldenen Statue. Hier macht ihr ein Random Emote, öffnet die Statue und gebt einfach hier OG Skin ein. Zusammengeschrieben und drückt hier auf Annehmen. Wenn ihr das Ganze richtig gemacht habt, kriegt ihr hier so eine Explosion und könnt jetzt einfach hier zu dieser mythischen Truhe gehen, nach oben gucken und den Top Secret Button drücken. Das war's auch schon. Ihr fangt jetzt an, AFK XP zu bekommen. Es werden immer mehr. Es fängt an mit 3 und summiert sich die ganze Zeit. Ihr könnt jetzt einfach eine Stunde AFK gehen und kommt wieder und habt über 5 Level oder so gemacht. Super, super geiler Trick. Bin jetzt schon Level 31, Freunde, ohne ein einziges Level mir vom Battle Pass zu holen. Deswegen immer jeden Tag auf meinem Kanal 2 bis 3 Videos. Mein Name ist Avis. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Checkt die 3 Videos ab, die hier gerade eingeblendet sind. Diese funktionieren alle gerade noch. V-Bucks Map. 2 Seiten Emotes. Checkt die ab. Lasst ein Abo da. Vielen Dank für den Support. Ciao. Yo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Avis, Freunde. Ich habe für euch heute die coolste Map am Start, denn da müssen wir richtig durch so coole Wege gehen. Richtig, richtig geile Map, Freunde. Lasst gerne Like und Abo da. Achtet darauf, dass euer Match auch privat gestellt ist. Und wir fangen jetzt auch mal direkt an mit der Map, Freunde. Wichtig ist auf jeden Fall nur, bevor wir jetzt hier auf jeden Fall reinstarten, zeige ich euch das Ganze mal. Das hier ist der Mapcode. Achtet darauf, dass das XP-Zeichen hier ist, Freunde, und dass ihr die richtige Version drin habt. Falls ihr einen kostenlosen Battle Pass gewinnen wollt, Freunde, kommentiert so oft es geht euren Epic-Namen. Lasst ein Like da und schaut das Video von Anfang bis zum Ende. Aktiviert die Glocke, Freunde. Alles natürlich freiwillig, wenn ihr Bock habt. Am wichtigsten ist einfach nur, dass ihr euren Epic-Namen kommentiert. Der Rest ist freiwillig und wird mich mega krass unterstützen. Die haben es hier gerade 0 Uhr, Freunde. Ich muss in 5 Stunden wieder aufstehen. Und ja, es wird mich halt mega supporten, wenn ihr Like und Abo da lassen würdet. Müsst ihr aber natürlich nicht tun. So, Orange Guys Warm-Up Map heißt das Ganze. Ich denke mal, die meisten von euch kennen die Map. Die hat aber jetzt ein ziemlich, ziemlich cooles Update bekommen. Wie gesagt, das Ganze startet jetzt. Wir haben hier 2 Tricks am Start, auf jeden Fall auf der Map. Und der eine ist komplett AFK. Einer der aktuell besten AFK-Tricks, die es gibt, Freunde. Die XP können je nachdem variieren. Also macht euch da keine Sorgen. Wie gesagt, als allererstes, Freunde, geht ihr zu dem You Can Use Code Orange. Dann müsst ihr hier einfach drauf gehen und springt einmal nach oben. Und jetzt seid ihr hier oben gespawnt, Freunde. Und jetzt könnt ihr hier einmal die Ecke abchecken, Freunde. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar gibt es hier einen geheimen Button. Achtet bitte, wie gesagt, darauf, dass ihr die ganze Sache hier auf privat habt, Freunde. Das heißt, auch diese Einstellung einmal bitte auf privat stellen. Das ist sehr, sehr wichtig, Freunde. Denn ansonsten können halt immer noch Leute im Nachhinein manchmal nachjoinen. Und ja, wie gesagt, das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz, was ihr machen müsst. Ihr lauft dann hier hinter diese Treppe, lauft dann hier durch das Portal. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr einmal hier auf Respawnen. Wenn ihr das Ganze richtig gemacht habt, solltet ihr wieder im Startraum spawnen. Und hier könnt ihr jetzt einfach wieder hochgehen. Zack. Dann geht ihr hier wieder rüber zu der Tür, so wie ich das Ganze hier mache, Freunde. Diesmal müsst ihr aufpassen, nicht den Teleporter zu nehmen, sondern PS, I hide secrets on the map. Dann macht ihr hier ein Emote, Freunde. Und dann werdet ihr hier diesen Don't Tell Anybody Button finden. Der droppt euch 6000 XP auf einen Schlag, Freunde. Ihr könnt das beliebig oft wiederholen. Wie gesagt, macht es einfach gerne. Ihr seht schon, ich habe 10.000 XP mit einem Klick gemacht. Da könnt ihr jetzt wieder hier hinkommen und das Ganze nochmal machen mit einem Respawn oder einen kompletten AFK-Trick aktivieren, Freunde. Und den zeige ich euch natürlich auch noch. Wie gesagt, das ist das, was ich meinte mit ziemlich cool. Ihr könnt jetzt hier drauf springen, Freunde, ein Random Emote machen, nochmal springen und jetzt seid ihr hier in ein Labyrinth. Unser Ziel ist es, hier durchzukommen. Dafür schießt ihr einfach gegen diese Wand hier einmal, Freunde, duckt euch und jetzt könnt ihr hier durch diesen Schacht gehen. Wenn ihr jetzt hier in diesen Schacht drin seid, Freunde, könnt ihr den Wheel Button drücken und dann kommt hier so ein kleiner Mini-Knopf. Wenn ihr diesen kleinen Mini-Knopf drückt, Freunde, dann kriegt ihr einfach permanent AFK XP. 35 XP sind es an der Zahl. Das bedeutet, pro Minute macht ihr so später, es werden jetzt übrigens immer mehr, das könnt ihr auch sehen, jetzt sind wir schon bei knapp 40, macht ihr so pro Minute um die 2 bis 5000 XP. Das heißt, pro Stunde 300.000 XP, 5 Level. Falls ihr mal AFK geht, denke ich mal, super. Einer der besten XP-Tricks, die es aktuell gibt. Ihr könnt euch noch natürlich währenddessen warm bauen und noch ein paar andere XP dafür sammeln. Ich denke mal, das ist ziemlich cool. Und ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne Like und Abo da. Checkt die 3 Videos ab, Freunde. Es gibt einen kostenlosen V-Bucks-Trick, beziehungsweise 2 Seiten komplett kostenlose Emotes. Checkt das Ganze ab, lasst ein Like und Abo da. Ich bin raus, euer Wies. Ciao.
Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne, wie gesagt, noch ein Like und ein Abo da. Ihr könnt oben links meinen Kanal abonnieren. Und ihr findet 3 weitere Videos, die alle noch in dieser Season zu 100% funktionieren. Testet die gerne aus. Unter anderem V-Bucks, 2 Seiten-Emotes. Ihr seht es ja selber. Klickt euch einfach ein bisschen durch. Viel Spaß damit. Haut rein. Euer Wies. Ciao.